Viele Leute sehen Obdachlose nicht mehr als Menschen an. Ja? Die laufen an denen vorbei, als wären die Müll. Und diesem Menschen ein neues Gefühl zu geben, dass er vielleicht, wer weiß, ein neues Leben anfangen möchte. Das ist mein Ziel. Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Sorry, dass meine Nase so ein bisschen verstopft ist. Ich habe schon wieder einen komischen Allergieanfall. Ich weiß noch nicht mal warum. Hier ist nirgendwo Staub und ich glaube, ich habe eine Stauballergie. Aber hier ist nirgendwo Staub, Digga. Auf jeden Fall egal, trotzdem mache ich das Video. Ich habe ein Video gefunden, Homeless Man Makeover Amazing Transformation. Da wird ein Obdachloser genommen und wird beim Barbier, da werden die Haare geschnitten an den Seiten, der Bart gemacht. Und ich denke, auch nach dem Thumbnail zu urteilen, werden auch seine Klamotten gewechselt. Also, sehr, sehr interessantes Thema. Wir schauen uns das Video an und reacten mal da drauf. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Vor 3 Wochen hochgeladen, 1,1 Millionen Aufrufe. Ich bin gespannt. Oha, der Arme, ey. Der sieht ja komplett weg aus. Wait till they see what we're done. Krass. When I get a fresh haircut, it just makes me feel better about myself. I want to give that feeling to somebody that doesn't. Also wenn er sich selber die Haare schneidet bzw. geschnitten bekommt, löst es in ihm ein Glücksgefühl aus und das möchte er an ihn weitergeben. He's been a character in our videos before. He kind of just finds his way. Ah, er war schon öfters in den Videos bei ihm dabei? Yeah. I'm giving you a writer's credit on this. Right on. That was nice. Great. You got any notes? What do you want to hear? Into this world we're born, into this life we're thrown. Hop in. How you doing? Surviving. Hey, der sah auf jeden Fall, muss man schon sagen, in den anderen Szenen ein bisschen gepflegter aus. Und jetzt, ja. Alright, this is my friend Todd. Hey Jeff, I'm surviving too, man. When I found Todd, he was living on the street. He was an alcoholic. Alkoholiker ist er. Welcome to my home, Jeff. Der Arme, ey, der sieht einfach voll neben der Spur aus und so. That's Nerf. There's shampoo, there's soap. Take your time. Ah, der lässt ihn jetzt duschen. You don't want a shower? Unfortunately, this day he had one too many. Der hat ihm die Dusche aufgemacht, angemacht und reingelaufen. Und ist einfach wieder rausgelaufen. Guck mal. I want you to be awake for this. Let's do it another time. We'll do it tomorrow. Alright? I even contemplated giving the makeover to another guy. Die haben jetzt den Dreh auf einen anderen Tag verschoben, weil er irgendwie keinen Bock hat, beziehungsweise nicht weiß, was passiert, beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Die müssen den jetzt erstmal suchen. The guy likes to party. Naja, wenn er kein Handy hat und so, naja klar. Und ich weiß, wo er lebt, der ist ja obdachlos, deswegen erstmal suchen. This might be him. Haben die ihn gefunden? Yeah, my man, what's up, guys? Oh, guck mal, wie der guckt, der arme Mann. Yeah. Krass, Mann. You wanna go up? Do the makeover? Yeah. Yeah? Hop in. How many beers you have today, Jeff? One. Okay. Wie viel Bier hast du heute getrunken? Und er sagt eins. Bruder, ich glaube, da gibt's kein... Bei so einem Level, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich glaube, da... Er ist ja nicht besoffen, denke ich. Er ist ja nicht besoffen. Er ist einfach nur weg. Einfach zu viel Alkohol ist einfach nur weg. Also der ist ja nicht... weil er besoffen ist jetzt so. Bin ich mal gespannt, ey, auf das Ergebnis. We're both named Jeff. Aber in dem Fall braucht er definitiv eine Therapie. Es gibt viele Obdachlose in Berlin, die jetzt nicht auf diesem Level sind, ja, die jetzt wirklich nicht so weit vorangeschritten sind im Alkoholismus und so. Ja, die einfach kein Geld haben, kein Dach über dem Kopf und deswegen verwahrlosen mit der Zeit, die durch sowas einen Neuanfang starten könnten. Er bräuchte definitiv erstmal eine Therapie. Aber ich muss sagen, sowas tut einem Menschen auch gut. Die nur Kontakt mit solchen Leuten haben, Alkoholikern und so weiter, dass sie auch mal normale Gespräche führen können. Ich würde gerne wissen, was er gerade denkt. Ob der überhaupt irgendwas denkt oder... Oh, hast du gehört? Habt ihr gehört, was er gesagt hat? It seems my life gonna change. Es sieht aus, als würde sich mein Leben verändern. Hat er gesungen. Krass, aber was das ausmacht einfach. Das macht einfach so viel aus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die den jetzt auch klamottentechnisch verändern. Not bad, huh? Yeah!
I'm just happy that you're happy. You look great. Now you ready to get dressed up in some nice cool clothes? This is a brand new hoodie. I'll put on this one and I'm gonna give you the pea coat so you're nice and warm out there. Hammer. Nice and cozy. Guck mal, das ist schön, Alter. Nice pea coat on. I can't get over how good this guy looks. Oh, hold on. Okay. Let me get the gun. It's a prop. It's not a real one. What's the first thing you're gonna do right now? Haha, oh, geil. Guck mal. Guck mal, was er gesagt hat. Er hat gesagt, was ist das Erste, was du jetzt machen willst? Und er sagt, Danke sagen. Krass. Jeder andere hätte gesagt, ich gehe jetzt auf die Straßen und mach mir Weiber klar oder was weiß ich was. Irgendwas gesagt. Und er sagt, Danke sagen. Krass, Mann. Leute, wie das vorher aussah einfach. Oh. Was passiert? Ah, ist er umgefallen. Was? Bruder, ist er einfach umgefallen. You okay? Tom Hardy. Goodbye. Leute, guckt euch mal den Unterschied an. Einfach nur heftig, was das ausmacht. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Das ist was sehr, sehr Schönes, sowas. Und ich wollte das wirklich schon oft machen. Ich hatte nur wirklich das Einzige, was mich auch so ein bisschen gestoppt hat, das zu machen, waren, ich habe mal ein Video gemacht, das hieß für 50 Euro Bart abrasieren. Und am Ende des Videos, und ich habe das noch nicht mal in den Titel geschrieben, gar nichts, am Ende des Videos waren mir, glaube ich, habe ich noch 70, 80 Euro übrig. Dann habe ich gesagt, komm, ich gehe mit dem Geld einkaufen, habe 5 Tüten oder so draus gemacht, 4 oder 5 Tüten, und habe gesagt, ich gebe das den Obdachlosen am Alexanderplatz. Ja, ich habe das nicht in den Titel geschrieben, gar nichts. Ich wollte einfach die Leute darauf aufmerksam machen, dass man mit Kleinigkeiten, ja, okay, das war jetzt keine Kleinigkeit, das war jetzt eine Tüte voll mit Brot, Trinken und so weiter, Obst und Gemüse, aber so Leute einfach aufwecken. Aber ich habe unter dem Video so viele Kommentare gelesen, Leute, so viele Kommentare. Du machst es nur, um Fame zu bekommen. Mach das mal, wenn die Kamera aus ist. Viele Leute haben natürlich gesagt, Ehrenmann, geil, 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 was du gemacht hast. Aber, Leute, egal ob man das vor der Kamera tut oder nicht, ob der Typ das jetzt wegen Fame gemacht hat oder ich das einfach gemacht habe, weil ich Bock darauf hatte, geht es darum, ein Auge für die Leute zu öffnen, dass sowas Menschen glücklich machen kann. Viele Leute sehen Obdachlose nicht mehr als Menschen an. Ja? Die laufen an denen vorbei, als wären die Müll. Ich sehe hier die Obdachlosen der Sparkasse, die da in der Sparkasse rumchillen, weil es draußen zu kalt ist, die den Leuten die Tür aufheben, weil sie vielleicht ein bisschen Kleingeld wollen. Die Leute laufen an denen vorbei, als wären es keine Menschen. Ja? Die sagen zu denen Hallo, die anderen Menschen sagen nie Hallo zurück. Und jeder, der mich kennt, kann bezeugen bzw. sagen, ich bin so aufgewachsen, meine Mutter hat mich so erzogen, immer ärmeren Menschen was zu geben. Und immer mindestens 2-mal am Tag, wenn ich draußen bin, wenn ich Obdachlose sehe, immer gebe ich mindestens 2-mal Geld. Ja? Geld ist ja nur Geld, sind 1 Euro, 2 Euro ist nicht viel, aber ich gebe es. Das macht auch mir ein besseres Gefühl, Leute. Und genau deswegen, genau, ich wollte jetzt nicht so rausschweifen von dem Thema. Genau deswegen habe ich dieses Video nicht gemacht, wegen solchen Menschen, die sagen, ey, du machst das Video nur, um Fame zu bekommen, beziehungsweise um Geld zu verdienen oder was weiß ich. Ich habe einfach Lust, jemanden zu nehmen, um glücklich zu machen, der wirklich verdient hat, auch glücklich zu sein in seinem Leben einmal, jemanden zu finden, ja. Wenn ich jetzt Zuschauer bekommt Haarschnitt auf Nacken-Videos mache, ja, ist schön und gut, ja, ist cooles Entertainment für euch, der eine kann sich verändern und so, ist cool, haha, geil. Ja, der freut sich vielleicht, nicht, weil er einen Haarschnitt umsonst bekommen hat, der so 20, 30 Euro kostet, vielleicht, weil er in einem Video mit drin ist und es seinen Freunden zeigen kann oder mich mal trifft, weil er mich schon so lange verfolgt. Aber ein Obdachloser verfolgt mich erstens nicht, ja. Okay, die 20 Euro, die kann er sich auch nicht leisten, zum Friseur zu gehen. Aber es ist für ihn, für viele Menschen, ein Klick im Kopf. Ja? Es kann ein Klick sein für einen Menschen, der auf der Straße sitzt, sich auf einmal wieder fresh zu sehen. Okay, du siehst dich wieder wie früher. Du hast deine Seiten schön kurz, du bist gepflegt im Gesicht.
Ja, und ich wollte das Format auch damit verbinden, dass jemand neue Klamotten bekommt. Und diesem Menschen ein neues Gefühl zu geben, dass er vielleicht, wer weiß, ein neues Leben anfangen möchte. Das ist mein Ziel. Ich würde das auch privat machen, ohne Video. Aber mit diesem Video dokumentiere ich das. Wie er sich freut, wie er sich verändert. Und einfach, ja, den Leuten die Augen öffnet. Und vielleicht auch von der Person die Story erfahren, warum er auf der Straße gelandet ist. Und einfach, ja, so eine Aufmerksamkeit schaffen, dass es auch Menschen sind und die auch Hilfe brauchen. Und das ist mein Ding, Leute. Deswegen habe ich das Video nicht gemacht, wegen diesen Menschen. Wenn ihr Bock habt, dass ich so ein Video mache, so ein Makeover von einem Obdachlosen hier in Berlin, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich habe wirklich sehr, sehr Bock darauf, das zu machen. Und ja, Leute, auf jeden Fall, das war das Video. Die Transformation war krass. Und aber dadurch bin ich zu einem anderen Thema gekommen. Aber ja, ich hoffe, das Video war nicht zu lang für euch. Danke fürs Einschalten. Peace out. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.